Was haben wir eigentlich hier alles für Probleme mit dem Phaeton 410 TDI? Was viele vielleicht nicht wissen, wir haben hier zwei Steuergeräte verbaut. Also ich sag dir, wenn er echt nicht volle Leistung hat, dann will ich gar nicht wissen, wie er ist, wenn er volle Leistung hat. Ja, dann schauen wir mal, was für Fehler der hat. Oh mein Gott. Was ist das denn? Krass. Das ist krass. Hallo, das ist mein Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den V10 TDI Biturbo Phaeton. Wow, ist das lang. Wir haben den noch gar nicht von unten angeschaut. Heute schauen wir uns den von unten an. Ja. Jetzt fühle ich mich wie ein Dozent. Was haben wir eigentlich hier alles für Probleme mit dem Phaeton V10 TDI? Also Mängel. Heckklappe funktioniert nicht. Motorhaubenzug ist kaputt gegangen. Deswegen müssen wir auch den Grill machen. Ja, wegen dir. Motorhaubenzug geht kaputt, Grill geht kaputt. Die beiden sind immer sehr beieinander. Was haben wir noch? Bremsen vorne wird sehr teuer. Warum, erzähle ich euch gleich. Wir haben Servoverlust. Ich weiß nicht, ob wir Servoverlust heute noch sehen. Das Ganze ist ja versteckt verbaut. Wir gucken uns das an. Ansonsten werden wir irgendwann genauer suchen, wo wir Servoöl verlieren und wo wir es beheben können oder wie wir es beheben können. Motoröl, der verliert Öl. Ja, das habe ich auch gemerkt. Neue Revier, überall markiert. Auf der linken Seite ist Xenon, flackert ein bisschen. Da kommen so neue, richtige rein, weil als ich hier hingefahren bin, ich war blind. Da kommen natürlich richtig gute wieder rein. Dann haben wir eine Inspektion. Ne? Wir haben einen neuen Ölsponsor. Dazu kommen wir noch, kriegt er dieses Öl natürlich rein und plus die ganzen Sachen, was noch gemacht werden muss. Und wir müssen irgendwie so ein bisschen auseinanderbauen wegen, ich sag mal, Ölverlust. Mal schauen, was er alles hat. Dabei gucken wir uns vieles an, weil wir wollen hier damit eine riesen Strecke fahren. Knapp 10.000 Kilometer. Ist nicht wenig. Dann haben wir Navi-Rechner, funktioniert nicht, das werden wir erneuern. Hast du hier, weißt du noch, Aidosch, wie das schön mit Klebeband zugemacht wurde. Habe ich noch hier alles freigelassen. Die Liste kann noch viel, viel größer werden, weil wir den gar nicht hochgehoben haben. Den werden wir gleich hochheben. Und dann haben wir hier, kann, aber muss nicht, aber wird sein. Das ist meine Liste, was ich mir so vorstellen machen würde. Und ihr habt auch fleißig in die Kommentare geschrieben. Erstens, Felgen. Sehr wichtig. Beugt vor Motorschaden. Den wir mit tiefer machen muss. Nicht, dass es wegen der Optik geiler aussieht. Und bei so einem Auto merkt man nicht, dass man schnell fährt. Das ist mal ruckzuck auf 160, 200 und dann merkt man schon, dass er ein bisschen schwimmt. Ist aber ganz normal bei Luftfahrwerk. Deswegen brauchen wir dickere Reifen und Tieferlegung. Glaub mir, dann nimmt ihr jede Kurve wie Vettel. Lackieren oder verlieren? Fragezeichen, da könnt ihr mir ja helfen. Aber das Ganze wird nicht hier gemacht, es wird in der Türkei gemacht. Weil der Fuzzi muss ja auf seine Finanzen achten. Und in der Türkei ist es auf jeden Fall billiger. Und wenn wir Scheiben tönen, in der Türkei, das ist wie Ölwechsel. Also wenn wir das auch in der Türkei machen. Die Scheiben tönen. Ganz wichtig. Das ist eine schöne Schrift, ne? Ja, muss man auch entziffern können. Ja. Sitzt ihr in der Meisterschule, habt ihr so eine Schrift, glaubst du mir. Meisterraum wollte ich schon sagen. LED-Innenraum. Ich werde den kompletten Innenraum plus die Ambientenleuchte am Spiegel werden wir auch auf LED umrüsten. Das ist safe, das werden wir machen. Musikarm upgraden heißt für mich, dass wir MP3 abspielen können, USB und Speicherkarte. Hast du gerade UBS geschrieben? Ups. USB und Speicherkarte. Kannst du gut lesen, ne? Das Geile ist, ich kann es selber nicht mehr lesen. So. Machen wir Speicherkarte. Okay, Software Fragezeichen. Wir wollen ja eine längere Strecke machen, wie ihr wisst. Da wollen wir natürlich, dass es wenig verbraucht. Nicht, dass uns die 750 und 313 PS nicht reichen, aber es könnte ein bisschen mehr sein. Strich Turbo Up Great. Fragezeichen. Und die sind echt sehr günstig. Es kann ja sein, dass irgendeine Dichtung kaputt ist und wir kommen nicht da dran. Das heißt, der Motor muss runter und bei dem müsst ihr den Kleinigkeiten den Motor runternehmen. Und wenn es der Fall ist, werden wir uns die Turbos anschauen und dann mal schauen, ob wir eventuell Upgrade-Turbolader nehmen. Kann sein, muss nicht sein. Schöne Grüße an mit dir. Wir werden erstmal schauen, was hat dieser Phaeton nach 20 Jahren an Leistung. Kannst du das lesen, Aidosch? Egal, ich auch nicht. Und wir haben noch Platz. Hier haben wir Platz, keine Angst. Und ich bin mir sicher, dass wir noch ein, zwei Sachen noch dazu haben.
Genug geschnackt, wir werden den heute zum ersten Mal auslesen, erst mal von unten anschauen. Und ich bin gespannt, wie er von unten aussieht, was für Gelenke kaputt sind. Weil ihr wisst ja, der hat ja so viele Querlenker. Da wird auf jeden Fall ein paar Sachen kaputt sein, bin ich mir 100% sicher, aber der wackelt mir zu sehr. Ich weiß gar nicht, wie die vom Rost her so sind. Bin ich mir auch mal gespannt, was der uns für Fehler anzeigt. Ich mache schon mal meinen Tester ready hier. Bosch, best. Ist das der BMW da hinten? Das ist mein BMW, ja. Schön abgedeckt? Den habe ich abgedeckt. Ich wollte eigentlich nicht drauf eingehen, Aldosch. Aber wie du siehst, hier ist unser Wickschweißgerät. Und hier siehst du, wir haben die ganze Woche geschweißt. Der liebe Monatabe hat mir eigentlich jeden Tag 17, 18 Uhr haben wir Wickschweißen gelernt. Mit Monatabe haben wir einen Ladeluftkühler entwickelt. Komm, ich zeig dir mal ganz kurz. Was geil ist, ich werde euch natürlich nicht zeigen, wie wir den Ladeluftkühler eingebaut haben, aber ich kann euch so viel zeigen. Guck mal. Wir haben die originale Ansaugbrücke drin. Da waren wir echt eine Woche lang dran. Also es ist fertig, ja, es kühlt dermaßen krass ab. Das ist abnormal. Wir müssen nur ein paar Sachen ändern, wie Düsen, Software muss jetzt wieder angepasst werden. Leistungstechnisch auf jeden Fall hat sich schon was geändert. Nur das Problem ist halt, der Ladeluftkühler muss noch ein bisschen bearbeitet werden. Und dann gibt es noch ein bisschen Papierkram und so. Und dann schauen wir mal. Aber dazu kommen wir noch. Es ist geil geworden. Ehrlich, sehr interessantes Video wird das. Machen wir schon mal Easytronic an. Wir werden den jetzt direkt auslesen. Ja, doch, der hat einen Partikelfilter drin. Tatsächlich. Was viele vielleicht nicht wissen, wir haben hier zwei Steuergeräte verbaut. Vier Fehler haben wir. So, dann schauen wir mal, was für Fehler der hat. Bin mal gespannt. ACC-Steuergerät. Fehlerspeicher. Hauptrelais, Signal unplausibel. Lambda-Sonde. Pumpstromunterbrechung und Ladedruckregelung unterschritten. Oh, der hat schon gut gezogen. Und wenn das, wenn der Ladedruck echt unterstritten ist, Ladedruckversteller sein, ist ja nicht schlimm. Also wenn er jetzt echt nicht die volle Leistung gehabt hat und so gut gezogen hat, dann will ich ja gar nicht wissen, wenn wir volle Leistung haben, wie er dann zieht. Müssen wir uns ja genauer anschauen. Ja, wir haben alles gelöscht. Hast du mehr Fehler erwartet? Ich habe mehr Fehler erwartet. Ich habe so zum Beispiel Glühkerzen, Glühkerzenrelais oder Drosselklappe. Solche Fehler habe ich ehrlich gesagt erwartet. Es kann ja auch sein, dass hier ein Turbostauch oder so kaputt ist. Kann auch sein. Habe ich aber nicht gehört. Würde man hören. Also bist du zufrieden? Fehlerspeicher ist okay. Ich sage euch, ich habe den gefahren. Das ist unglaublich. Es ist so, als würdet ihr schweben. Die Fährliche schwebt, aber vorwärts. Ist geil. Wenn ihr einen Phaeton hochheben wollt oder ich sag mal Autos, die ein Luftfahrwerk haben, da müsst ihr immer Werkstattmodus machen. Es gibt seltene Fälle, wo ihr es nicht machen müsst, aber bei dem hat es. Dann zeige ich euch mal, wie das geht. Werkstattmodus, die beiden Knöpfe halten wir jetzt 5 Sekunden gedrückt. Und jetzt achte, was passiert. Warte und wie siehst du da? Warte, ich muss das an. Wagenhebermodus. Oh. Jetzt heben wir den auf. Passt den. Fängt schon mal gut an. Und hier ausgeschlagen. Ja, Spurstangenkopf ist ausgeschlagen. Das Zwerggelenk ist ausgeschlagen. Und hier verliert er. Also hier irgendwo wird der Servoöl verlieren. Da müssen wir den Radkasten abmachen und mal genauer schauen. Also Gelenke, sage ich euch jetzt schon, wie es ist, die wurden noch nie gewechselt. Der hat die ersten Gelenke drin. Bremsen sind runter, Scheiben sind tot. Leider. Ich habe mal geguckt, was die Bremsen kosten. Sehr teuer. Zweiteilige Bremse. Ich werde mal schauen, ob ich da irgendwie günstig an Bremsen dran komme. Aber diese Bremsen sind sauteuer. Ist alles von Brembo. Es gibt keine andere Herstellermarke, die das macht. Die Bremsen wurden bei Porsche eingebaut, bei Q7 eingebaut und ich glaube RS6 oder so wird die auch eingebaut. Irgendwie so, also die haben eine 405er Bremse. 8 Kolbensystem. Hier ist auch Spurstange kaputt. Reifen sind von 2002. Oh, 10.2002. Soll ich dir sagen, was das ist? Das ist Auslieferungsdatum. Sorry, ich nehme es zurück. Noch nicht? Das ist Dings, Ersatzreifen, sehe ich gerade. So. Das sind Ersatzreifen, wie sieht es hinten aus? Siehst du, 34. Woche 20. Die sehen frisch aus.
Allwetterreifen. Ja. Merkt man noch. Nankang. Leider nicht von Kumho, aber ist okay erstmal. Ich weiß nicht, ob das hier auch Ölkühler ist. Kann für Servo sein, kann auch Ölkühler selber sein. Man hatte keinen Platz und hat das darunter gemacht, dass es von der Fahrtwind hier nochmal kühlt. Natürlich ist das einer der tiefsten Stellen, was eigentlich sowas von Schwachsinn ist. Das heißt, wenn man hier drauf kommt, kommt man direkt hier auch drauf. Deswegen kann sein, dass das Ding hier irgendwo kaputt ist, dass er dran gekommen ist. Weil so wie der aussieht, ist er dran gekommen. Und dann hat er einen Riss. Schöne fette Rohre hat der. Das ist schön. Auspuffrohre, die natürlich schön mit Ruß voll sind. Oh, ja, sonst. Also hinten war der in Ordnung, der sieht auch gut aus. Ich sage aber, von Rost sieht der auch gut aus, ne? So rosttechnisch. Okay, rosten bitte auch nicht bei so viel Ölverlust. Ist hier alles gut geschmiert. Glaube ich nicht, dass er rostet. Hier neuer Sattel drin. Hinten sieht gut aus. Auspuffanlage ist gut. Ich schätze mal alles VA, Edelstahl. Aber kein Rost, ne? Kein Rost. Dann haben wir Kraftstoffkühler hier. Auch sehr wichtig. Hier haben wir Partikelfilter, die wurden nachträglich gemacht. Sieht man auch. Müssten die das dann nachrüsten irgendwann, oder? Partikelfilter? Ja. Ja, natürlich, weil irgendwann konntest du ja nicht mehr fahren, ne? Ohne. Ja, stimmt. Dann wurde der natürlich nachgerüstet. Okay. Also auspufftechnisch alles super, öltechnisch haben wir ein Riesenproblem. Das ist dieser Ölkühler, kannst du mir sagen, was du willst? Hier ist das Problem, auch da oben. Oh mein Gott. Alter, wenn du hier schrauben musst, ne? Du kommst nirgendwo dran, Alter. Ich muss alles abmachen. Oh ja, Turbos sind auch undicht. Standheizung ist auch undicht. So, jetzt kommt jetzt die Liste länger, oder? Ölverlust korrigieren wir sofort, okay? Boah, guck mal. Durch die Handschuhe sogar. Kann man da eigentlich noch lachen? Ich muss hier. Ja, eigentlich ist es schon so heftig, dass man doch lachen muss, oder? Ja. Würde ich mal sagen. Das Problem ist, du hast keinen Platz darunter, ne? Denn dass der Ölkühler nur ist, sauber machen, beobachten, das wird sehr interessant zu sehen. Motor ölt, das müssen wir korrigieren. Extremst. Okay? Das ist echt Riesenproblem. Servoöl. Gucken wir uns doch mal genauer an. Wenn wir die Seiten ausbauen, gucken, ob es eine Leitung ist. Es kann auch ein bisschen was anderes. Alle Gelenke, Vorderachse müssen gemacht werden. Motor runter, Fragezeichen. Wasserverlust an Standheizung haben wir, das ist aber Kleinigkeit, vielleicht neue Schelle oder so, das gucken wir uns an, oder neue Leitung. Am Turbo verliert der Öl, Turbo ölt. Es ist sehr viel. Und wir haben nur bis Mai Zeit. Deadline, Mai.